Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die CDU hat die erste Landtagswahl des Jahres für sich entschieden. Sie bleibt im Saarland stärkste politische Kraft. Deutlich dahinter, trotz Zugewinnen, die SPD, der erklärte Wunschpartner der CDU für die angestrebte Große Koalition. Nicht von den vorgezogenen Wahlen profitieren konnten die bisherigen Bündnispartner der Union. Die FDP hat den Einzug in den Landtag klar verpasst. Um den Einzug bangen müssen noch die Grünen. Verluste auch für die Linkspartei. Auf Anhieb vertreten ist dagegen die Piratenpartei. Mit neuen Zahlen, jetzt direkt aus dem ARD-Wahlstudio in Saarbrücken, Jörg Schönenborn. Frauen haben diese Wahl entschieden. Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht nur eine der CDU-Kandidatinnen mit den besten Werten der letzten Jahre. Sie hat auch deutlich mehr Wählerinnen als Wähler binden können und damit einen Vorsprung für die CDU herausgearbeitet. Die kommt nach unserer aktuellen Hochrechnung auf 35%, liegt also über ihrem letzten Ergebnis. Die SPD gewinnt hinzu auf 30,7%. Die Linke verliert in etwa gleichem Umfang, 16,2%. Die FDP nur noch 1,2%, nicht mehr im Parlament vertreten. Die Grünen zittern bei 5,0 und die Piraten kommen auf 7,5%. Gegenwärtig ist die Auszählung weitgehend durchgeführt. Es fehlen nur noch 6 Gemeinden und rein rechnerisch sind diese 5,0 für die Grünen 5,08%. Die Wahrscheinlichkeit ist also etwas höher, dass sie im Landtag vertreten sein werden. Dort gibt es 5 Fraktionen. Die CDU ist die stärkste mit 19 Sitzen. Die SPD kommt auf 17, Linke 9, Grüne, wenn sie denn drin sind, 2 und die Piraten 4 Sitze. Damit hat die Große Koalition aus CDU und SPD eine Zweidrittelmehrheit, während die von der Linken geforderte und von der SPD abgelehnte rot-rote Koalition eine knappe Mehrheit mit einem Sitz Vorsprung hätte. Die Piraten schaffen erneut nach Berlin den Einzug in ein Landesparlament und haben von allen übrigen Parteien Wähler abfischen können. Die Wählerwanderung zeigt, es gibt Zuströme aus allen Lagern, der größte allerdings wieder von den Nichtwählern. Die Partei hat also auch diesmal, wie schon in Berlin, nicht nur ihren eigenen Wählerkern binden können, internetaffine junge Männer, sondern auch die Enttäuschten aller anderen Parteien einsammeln können. Ein Desaster ist dieser Wahlabend für die FDP, die in nur einem Jahr nun zum 6. Mal aus einem Landesparlament ausscheidet. Jetzt hier aus Saarbrücken die Runde der Spitzenkandidaten mit Norbert Klein. Frau Kramp-Karrenbauer, als Sie diese Koalition, die Jamaika-Koalition, beendet haben, konnten Sie sich da ausrechnen, dass Sie tatsächlich nach Wahlen noch sogar gestärkt hervorgehen? Nein, das konnte ich mir nicht ausrechnen. Das war auch keine angelegte Taktik, sondern wir haben gesagt, wir wollen stabile Verhältnisse für dieses Land. Die waren wegen des Zustandes der FDP nicht mehr zu garantieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine Zusammenarbeit der beiden Volksparteien. Dass das heute vom Wähler so honoriert worden ist, das freut mich besonders. Immerhin haben Sie das Tischtuch zwischen den zwei bürgerlichen Parteien, der CDU und der FDP, sehr weit zerschnitten. Das ist ja in Berlin nicht unbedingt auf Wohlwollen gestoßen. Wir haben immer gesagt, dass wir hier entscheiden müssen nach den Gegebenheiten des Landes. Und die haben es erforderlich gemacht, mit Blick auf den Zustand der FDP diese Koalition zu beenden. Und dass das mit Berlin längst ausgeräumt ist, das hat die Rückendeckung der Kanzlerin gezeigt. Sie hat mich in diesem Wahlkampf persönlich sehr, sehr unterstützt. Und deswegen ist das auch ein Stück weit ihr Erfolg. Sie haben ja schon sondiert in Sachen großer Koalition. Kann man da anknüpfen? Werden die Verhandlungen schneller gehen? Also wir werden sicherlich schauen, dass wir zügig miteinander ins Gespräch kommen, dass wir aber auch in aller Gründlichkeit die Dinge so ausarbeiten, dass wir eine tragfähige Grundlage für 5 Jahre haben. Denn das ist es, wozu uns die Saarländerinnen und Saarländer gewählt haben. Heiko Maas, Sie sind nicht nur Politiker, Sie sind auch Triathlet und haben gesagt, also da kommt es beim Triathlon auf die dritte Disziplin an. Es hat nicht ganz gereicht, Sie haben zwar zugelegt. Welche Konsequenzen ziehen Sie? Erstmal ist das richtig. Unser eigentliches Wahlziel war, stärkste Partei zu werden. Das haben wir nicht erreicht. Da nützt auch nichts drum herum zu reden. Wir haben zwar die größten Zuwächse aller im Landtag vertretenen Parteien, aber wir wollten stärkste Partei werden. Nun wird es darum gehen, in einer Koalition das, wofür die SPD steht, dass alles Themen im Wahlkampf gewesen sind, auch endlich nach 12 Jahren in der Regierung realisieren zu können. Und wir werden nach der Wahl im Übrigen nichts anderes tun, als wir vor der Wahl gesagt haben. Oskar Lafontaine, Sie sagen, es reicht immer noch für eine linke Mehrheit, wenn man die Piraten mit einbezieht.
Ja, und ich möchte die SPD nochmal auffordern, nach der Wahl das zu tun, was sie vor der Wahl gesagt hat. Sie hat gesagt, sie will den gesetzlichen Mindestlohn, das kann sie nur mit uns. Sie hat gesagt, sie will ein echtes Tariftreuegesetz, das kann sie nur mit uns. Sie hat gesagt, sie will eine Vermögensteuer, das kann sie nur mit uns. Und ich sage noch, die Schulden abbauen kann man nicht mit Frau Kramp-Karrenbauer, die mitverantwortlich dafür ist, dass die Schulden im Saarland explodiert sind. Das kann man nur mit uns, denn unser Weg ist nachrechenbar und geht auf. Nun ist der Wahlkampf ja zu Ende, ehrlich gesagt. Aber welche Auswirkungen hat Ihr Ergebnis für Berlin? Wie sieht das mit Ihren persönlichen Plänen auch aus? Also ehrlich gesagt, das hat mit Wahlkampf nichts zu tun. Ich meine das ganz ernst. Wenn man vor den Wahlen solche Versprechungen macht, muss man sie ernst nehmen, muss versuchen, sie umzusetzen. Und was in Berlin sich in den nächsten Monaten entwickeln wird, muss man abwarten. Jasmin Maurer, die Spitzenkandidatin der Piraten, ist erkrankt. Deswegen ist Jan-Niklas Fingerle bei mir. Herr Fingerle, Sie sind die Partei, die vor allem auch Wählerinnen und Wähler zur Urne gebracht hat, die eigentlich nicht zur Wahl gegangen wären. Was war Ihr Erfolgsrezept? Unser Erfolgsrezept ist, dass wir den Leuten klar gemacht haben, dass mit uns mehr Transparenz, mehr Bürgerbeteiligung möglich ist. Dass eben das, was den Menschen hier im Land gegen den Strich gegangen ist mit der Politik in den letzten Jahren, mit uns sich verändern wird. Simone Peter, Spitzenkandidatin der Grünen. Sie müssen noch ein bisschen zittern, ob das denn reicht letztendlich. Nochmal im Rückblick, würden Sie sagen, also so ein Experiment wie Jamaika machen wir nie wieder und wir müssen uns auf grüne Politik neu besinnen? Also mit dreien ist es grundsätzlich schwieriger als mit zweien. Und wenn dann einer noch abhanden kommt wie die FDP, und zwar in einer desaströsen Situation, die sich reinbegeben hat, muss man natürlich nochmal reflektieren, was sind stabile Verhältnisse. Klar war, eine Entscheidung für Rot-Rot-Grün war eine, die sich vielleicht auch nicht als stabiler dargestellt hätte. Diese Erkenntnis hat Herr Maas ja jetzt auch gewonnen, weil er sagt, die Partei Die Linke kann nicht verantwortungsvoll haushalten. Wir haben in den letzten zwei Jahren die Schuldenbremse mitgetragen, und zwar ganz klar flankiert auch mit Investitionen in Klimaschutz, in Bildung. Und das wollen wir auch im nächsten Landtag ganz klar zum Ausdruck bringen. Vielen Dank. Das war's aus dem ARD-Wahlstudio in Saarbrücken und damit zurück zu Jan Hofer. Die Parteien in Berlin nehmen nach der Saarwahl bereits die nächsten Entscheidungen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in den Blick. Die FDP zeigte sich überzeugt, dort das Blatt wieder für sich wenden zu können. Auswirkungen auf die Arbeit der schwarz-gelben Bundesregierung durch ihr schlechtes Abschneiden schlossen die Freien Demokraten ebenso aus wie die CDU. Überschwänglicher Jubel sieht anders aus. Es war eher Erleichterung, die die Stimmung in der CDU-Zentrale nach den ersten Ergebnissen prägte. Der Generalsekretär leitet aus dem Wahlergebnis einen Gesamttrend ab. Die Entscheidung danach ausrichten, was ist gut für das Land, das führt zu überragenden Zustimmungswerten für unsere Bundeskanzlerin, das führt zu großartigen Ergebnissen an der Saar. Das wollen wir so weitermachen. Enttäuschung dagegen im Willy-Brandt-Haus. Die Hoffnungen im Saarland, den Ministerpräsidenten zu stellen, werden sich nicht erfüllen. Regierungsbeteiligung sei aber auch gut. Wir können jetzt auch mit in die Verantwortung gehen im Saarland. Das ist sicherlich etwas, was auch gut für dieses Land ist. Und von daher teile ich die geteilte Freude. Ungewöhnlich locker die Reaktion bei der Linken trotz Stimmverlusten. Der Grund rein rechnerisch scheint eine linke Mehrheit im Landtag gegen die CDU noch möglich. Es gäbe die Möglichkeit beispielsweise einer Koalition von SPD und Linken. Wir sind dazu nach wie vor bereit. Zwischen Hoffnung und Bangen die Gefühlslage bei den Grünen. Landesspezifische Gründe seien für das Ergebnis verantwortlich. Klar ist, dass das Saarland für uns ein schwieriges Pflaster schon immer gewesen ist. Man muss sich vor Augen halten, dass wir dort überhaupt erst dreimal über 5% gekommen sind. Schlimmer geht's nicht mehr für die Liberalen. Bei der FDP schaut man deshalb lieber auf die kommenden NRW-Wahlen. Wir freuen uns, dass Christian Lindner gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der Landtagsfraktion jetzt in einer völlig anderen Konstellation ja auch schon ganz andere Zustimmungswerte bekommt. Morgen werden die Gremien über die Konsequenzen aus dem Ergebnis beraten. Dass Union und SPD die Große Koalition empfehlen, gilt als sicher. Weitere Zahlen und Analysen zur Saarlandwahl finden Sie auch auf tagesschau.de. Neuer Oberbürgermeister von Frankfurt am Main wird der SPD-Sozialpolitiker Feldmann. Er gewann die Stichwahl gegen den hessischen Innenminister Rhein von der CDU mit 57,4% der Stimmen. Im ersten Wahlgang hatte Rhein noch vorn gelegen. Feldmann löst CDU-Oberbürgermeisterin Petra Roth ab, die das Amt 17 Jahre lang innehatte.
Der UN-Sondergesandte Annan ist nach Russland gereist, um im Syrien-Konflikt zu vermitteln. Russland ist der engste Verbündete Syriens und blockiert eine Verurteilung im UN-Sicherheitsrat. Annan warb für seinen 6-Punkte-Plan, der auf Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der Opposition setzt. Medvedev verlangt, dass der Westen seine Unterstützung für die Opposition einstellt. Der Kreml bereitet Kofi Annan einen Empfang in winterlicher Atmosphäre. Der Syrien-Sondergesandte will die Russen über seine Mission informieren und sie stärker einbeziehen. Und wenn wir weitermachen, verlasse ich mich auch weiterhin auf Ihre Unterstützung und Ihren Rat. Ich denke, Sie haben recht, dass Syrien jetzt eine Möglichkeit hat, mit mir zusammenzuarbeiten in diesem Verhandlungsprozess. Der russische Präsident sichert ihm dafür die volle Unterstützung zu. Vielleicht ist das für Syrien die letzte Chance, einem langen und blutigen Bürgerkrieg zu entgehen. Russland kündigte auch einen Waffenstillstandsplan an. Details sind nicht bekannt. Aber die Forderung, dass die politische und militärische Unterstützung für die syrische Opposition aus dem Ausland aufhören müsse. Allerdings unterstützt Russland massiv das syrische Militär. Das Land ist traditionell der wichtigste Partner in der Nahostregion. Vor wenigen Wochen kreuzte ein russischer Flugzeugträger vor der Küste. Außerdem soll ein russisches Schiff mit tonnenweise Munition in Tartus eingelaufen sein. Russland möchte die Friedensbemühungen unterstützen. Allerdings lehnt es einseitige Schuldzuweisungen an das Assad-Regime ab. Der blutige Kampf sei nur auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Immer wieder hat Russland Mitglieder der syrischen Opposition als Extremisten bezeichnet. So schnell rückt Moskau nicht von seinem Partner im Nahen Osten ab. In Frankreich ist der Bruder des mutmaßlichen Serienattentäters von Toulouse wegen Mittäterschaft angeklagt worden. Nach Angaben aus Justizkreisen werde Abdelkader Merah auch die Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Vorbereitung von Terrorakten vorgeworfen. Der 29-Jährige sei in Untersuchungshaft genommen worden. Sein Bruder Mohamed Merah soll in Südfrankreich 7 Menschen getötet haben. Er wurde am Donnerstag bei einem Polizeieinsatz erschossen. Zum Abschluss seines Besuchs in Mexiko hielt Papst Benedikt XVI. In León eine Messe vor mehreren hunderttausend Menschen. In seiner Ansprache forderte er erneut, insbesondere die Kinder vor der Gewalt der Drogenkartelle zu schützen. Am Nachmittag hatte der Papst die Bronzestatue Cristo Rey im Hubschrauber überflogen und gesegnet. Das Monument gilt den Katholiken als Symbolfigur des Kampfes für religiöse Freiheit. In der Fußball-Bundesliga bleibt Spitzenreiter Borussia Dortmund weiter auf Erfolgskurs. Die Westfalen überrannten den 1. FC Köln mit 6:1. Im 2. Sonntagsspiel gewann Stuttgart gegen Nürnberg mit 1:0. Den Siegtreffer für die Schwaben erzielte Kakao. Die Tabelle: Dortmund hat weiter 5 Punkte Vorsprung auf Verfolger München. Schalke tauscht mit Mönchengladbach die Plätze. Leverkusen und Bremen auf den Europa-League-Rängen. Stuttgart ist 7. Mit Freiburg auf Rang 13 beginnen die Abstiegssorgen. Besonders gefährdet am Tabellenende Hamburg, Berlin und Schlusslicht Kaiserslautern. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. März. Dank Hochdruckeinfluss geht es sonnig und warm in die neue Woche. Der Norden und Nordosten Deutschlands liegen allerdings in den nächsten Tagen etwas auf der Schattenseite des Frühlings, da es dort gebietsweise trübe bleiben kann. Heute Nacht ist es meist klar. Bei nördlichen Winden bilden sich in der feuchteren Seeluft später vor allem im Norden und Osten einige Nebel- oder Hochnebelfelder. Die lösen sich morgen im Laufe des Vormittages meist auf und dann scheint die Sonne. Über den Bergen des Südens tauchen auch mal ein paar Quellwolken auf und von der Nordsee kann etwas Hochnebel die Küste streifen, aber es bleibt trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordöstlicher, im äußersten Norden aus westlicher Richtung. Am Rhein heute Nacht 3 bis 6 Grad, sonst vielerorts Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Am Tag Temperaturen von 11 Grad an der Nordsee bis 21 Grad im Breisgau. Die Aussichten. In den nächsten Tagen bleibt es im Norden und Nordosten teilweise trübe und am Donnerstag nehmen die Wolken dort auch zu und bringen gebietsweise leichten Regen. Ansonsten scheint verbreitet die Sonne. Wir sind wieder für Sie da mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen gegen 21.45 Uhr. Wir präsentieren Ihnen die neuesten Zahlen zur Saarlandwahl und Karen Mioska interviewt die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.